Und herzlich willkommen beim großen Preis von Monaco. Wir sind alle wieder da am Start mit unseren Autos. Ich stehe gerade in der Box, sind schon im Quali und begrüße meine lieben Fahrerkollegen Andi, Julian, Hallo. Christoph und Molin und natürlich auch mich selber. Moli. Hallo Ilu. Hallo. Ilu, Basti du geile Däner! kann leider nicht dabei sein. Ja. Ich auch Basti noch einen nicht. vergessen? Genau. Wen habe ich vergessen? Rico kann auch nicht mitfahren. Ach so, Bitte ja. aus dem Augen, aus dem Sinn! Ja, aber das ist ja schon Gewohnheit von den letzten Rennen. Naja, danke schön. Da fährt die wieder mit. Das heutige Rennen ist wahrscheinlich nicht so schmerzhaft. Ah, doch. Für mich. Also dafür, dass das Was hätte Punkte so eine angeht. behinderte Anmoderation werden sollen, war die doch relativ gut. Ja, aber ich hätte das viel schöner machen können. Ja, warum hast du das dann nicht gemacht? Weil behindert gewünscht worden war. Andi, willst du stehen bleiben? Ich will dann hören. Will die verdammte Linie nicht überfahren. Och, jo. Verdammte Linie! Das machst du aber mit 60 doch nicht. Ja, Kannst du doch. schon mit 100 durchfahren? Ja. Naja, schieß in der Ja, Buchse. Ja, nee, ich glaube nicht. Andi, bist du die Strecke vorher hier schon mal gefahren Och oder Gott. nicht? Ja, vor ein paar Tagen. Ich bin hier. Ist, geübt. Wollte Aber ich ich war eigentlich langsamer als du. Geübt. Andi, soll ich dich wieder ein bisschen mit irgendwelchen Reifenstrategien ablenken oder. Die Kurve erinnere ich mich noch vom letzten Jahr dran. Die ist unmöglich! Die kann man nicht fahren! Ach ja, aber gerade bist du so gut Übrigens, gefahren, Basti hat vorhin behauptet, dass im letzten Teil man die Tunnelkurve nicht Vollgas geben konnte, weil man Anni. sonst nicht Natürlich, gesagt absoluter bekommen Bullshit. hätte. Was? Ich bin nicht immer Vollgas Ich gefahren, auch. glaube ich. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Gesagt, ich bin in dieser Kurve noch in keinem einzigen Teil vom Gas Vielleicht gegangen. ging das mit seinem Wagen einfach nicht, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht war er einfach zu blöd. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Er hat einfach Respekt vor der Weil Kurve. fahren kann er eigentlich. Ist doch, wenn du jetzt frühzeitig bremst, ne? Bremst dann, wenn es irgendwie steht. Oh, Ach das war so. zu spät. Kommt immer so ein Textik aufgeblendet oder was? Bremsen! Ich wollte gerade sagen, das ist Bremsen für Blinde, aber das kann ja dann nicht da stehen. Das würde er ja dann gar nicht lesen können. Nehme den Controller bitte, wenn ich bremsen muss, weil da bin ich irgendwo gegen gefahren. Hätte vielleicht vorher bremsen sollen. Fucking Palmer vor mir. Fucking Diesel vor mir. Komm. Der ist. Komm, bitte, wenn du heute Punkte holst, das wäre super für unser Team. Ich muss mal Ilo raushauen, das ist alles. Weil. Kann Dings nicht. Heute werden nicht viele ins Ziel kommen. Ja, meine davon wird Mollen sein. Meinst du? Denk oh, dran, nee, an was ich das ich gesagt habe. Doch, das ist jetzt. Oh, die Kurve, die jetzt kommt, die hasse ich. Also, wie du bisher fährst, hast du so ziemlich jede Kurve. Hast du das jetzt jedes Mal, wie du da durchfährst? Vor allem, das, du bist schon, kriegst du irgendwann mal die Haarnadel richtig hin? Die Haarnadel. Ja, wo ist hier eine Haarnadel? Haargenadelkurve. Ist das nicht wirklich, ist das eine Haarnadel? Ja, ne? Ja, die eine da, wo du letztes Jahr nicht durchgekommen bist. Mit bestimmt Achso. irgendeinen berühmten Namen, aber die. Ach, da, die wo ich da nicht alle gegen geparkt die Wand haben. Ja, wo alle geparkt haben. Und du dreimal hinten auf mich drauf gefahren bist. Andi bleibt einfach stehen. Der ist dreimal auf dich drauf gefallen. Ja, du! Ach so. Ja, kann sein. Ist das deine Outlap, Andi? Ja. Gut. Gucken wir mal Christoph zu. Fährt er überhaupt noch? Ja. Christoph ist gerade hinter mir, ja? Nee, hinter Palmer. So. Wollen wir es immer noch hinter Schickes Gesicht? Berlin. Ja. Du guckst gerade aus der Box zu. Ja. Das steht auch da, wenn er in der Outlap fährt. Nee, nicht immer. Nur mal so. Er hat ja gerade erst damit angefangen. Wie checkt er das denn eigentlich, ob der eine Outlap fährt oder nicht? Weil da stand da noch nicht. Ich weiß, wo es steht und das ist Wie dann auch checkt irgendwann man das denn, ob man eine Outlap fährt? Ja, wie ja, checkt das Spiel das denn? Ja, wie nein. checkt das denn? Oh nein. Wenn du noch nicht das erste Mal über Start und Ziel gefahren bist, ist das offensichtlich eine Outlap. Oh, so ein Bullshit, ey, so eine gute Runde gefahren.
Und dann die letzte Kurve ist halt Outlap reparieren. Das stimmt, Merlin, das war dann keine Outlap, sondern. Ja, das war eine Inlap. Ja, hab ich mich verwechselt. Aber ich fahr doch noch eine Runde. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt hab ich aber hier an der Box vorbeigefahren! Mit welchem Setup fährt ihr? Fahrt ihr? Ich hab die Strecke ja bisher noch nicht gefahren. 50 Qualifying hast du fast 800 Millisekunden. Passt, ja. Passt. Jetzt fahren wir los hier, das wird was. Wie lange dauert das denn, Heizmatten auf die Reifen zu legen? Wie lange dauert das, aus der Box rauszulaufen, damit er mir anzeigen kann, dass ich fahren kann? Ach Gott. Oh Gott im Himmel. Ich möchte, dass ich hier irgendwie überlebe, möchte ich nochmal zurücknehmen. Das wird nichts. Ey, in der Box ist Rauchen verboten. Hast du es gerade zu dir selber gesagt, Bissel? Hat sich einer angemacht? Ah, nee, ist verboten. Nee. Das sehe ich aber gerade zum ersten Mal tatsächlich. Also ich wusste, dass es verboten ist, ja, aber... Das ist ja vollkommen überraschend. Oh, Magnussen! Alter, den habe ich null gesehen. Der kommt aus dem Nichts, der ist einfach aufgeploppt. Ja, der war einfach da. Ja, ohne Spaß jetzt. Ich komme aus dem Tunnel raus, aber immer steht der da. Oh Gott. Dieses Geschrei. Auf was hast du dir gefahren, Ido? Auf die... auf den SS-Reifen und auf den US-Reifen. Gute SSR. Yep. Ach, Magnus, verpiss dich. Alter, der leckt in mich rein! Der ist zurückgesetzt. Ja, ohne Spaß jetzt. Der hat sich einfach in mich reingebeamt. Ich hab Aufnahme als Beweis. Ich hab Aufnahme. Ich glaube, ich mach das Aufnahme von letztes Jahr. Immerhin hab ich's nicht. Übrigens, du musst dann das Video machen. Ja, das ist mir schon bewusst. Gibt's halt diesmal keine Startausstellung, ist halt Pech. Video? Achso. Die gab's auch jetzt schon nicht. Gab's überhaupt ein Video? In Spanien drin. Ja, Basti hat's hochgeladen. Yes. Wer ist denn dieser weiße Punkt hinter mir? Deine Mom. Stimmt ja jetzt so nicht. Ist schlafen. Geh dich gar nicht an. Das geht. Gut, dir noch zum Running Gag. Eigentlich ist Monaco ja voll hässlich. Wenn man sich hier so umschaut. Ach, fuck it! Hält dir jetzt so auf nach 30? Nee, das wusste ich auch schon vorher. Ich wollte es nur mal ansprechen. Warum ansprechen? Hässlich ist eigentlich. Rico, willst du mir zuschauen? Ups. Kann ich das denn? Ja, über Steam. Weiß nicht, ob ich das kann. Ach ja, so. Schafft das deine Leitung, mal so gefragt. Ja, meine Leitung schafft das definitiv. Davor brauchst du gar nichts. Gut. Aber Rico hat schon immer so eine Leitung. Dann müsstest du aber nur mal bei mir online gehen. Ach, fuck. Ach so, ja, Moment. Oh, fuck it. Lass mich mal schnell eine Runde fahren. Okay, also ich glaube, über Walter Vater ist das hier eine absolute... Krötze. Übrigens, nur so zur Info, mit einer KI-Rundenzeit, also im Pausemenü, bin ich vorhin testweise mal auf den vierten Platz gekommen. Welche Zeit, weißt du das noch? Ja, die fahren hier wahrscheinlich, die fahren ja auch schon. Die Zeit schon. Weiß ich nicht. Ich bin 1.17.933 und dabei habe ich ungefähr 80.000 Mal die Wand berührt. Darf ich mal dann in Pause gehen? Nein. Darf ich in Parkkurve mal in Pause gehen? Mal sehen, mit wie vielen Jahren Verspätung ich das sehen kann. Nasre ist wieder so ein Wichser. Nasre! Vielleicht hat meine Folge bald eine Störung, ich weiß es nicht. Scheiße. Dann packe ich immer noch die Nase ab. Scheiße! Deine Folge wird keine Störung haben an dir. Egal wie nass du bist, Nasre ist Nasre. Ja, ohne Spaß, er hat mich jetzt schon... Ausfall. Nasre ist voll. Gebremst die Wichser. Oh, da ist gerade Bildkörnung, oh Bildkörnung. Oh, was ist da dann? Bildkörnung! Oh, Bildkörnung, Bildkörnung, was ist da dann?
Panik! Panik in der Ferrari-Box! Panik in der Disco. Oh. Aber die Festen, obwohl nee, die Festen sind ja auch Plattenbau. Scheiße. Nee, ist einfach alles hässlich. Ja, bei mir in der Box geht gerade irgendwie der so. Der Teamchef sieht's mehr. Was passiert hier gerade bei mir? Ich wette, im Rennen mindestens einer von uns übertritt die gelbe Linie von der Box. Was machen die gerade bei mir? Das stimmt ja jetzt so nicht. Was machen? Okay, jetzt schieben sie mich rein. Die haben sich gerade ein bisschen vor mein Auto so ein bisschen rumgeportet. Wer ist denn da hinter mir? Was ist da denn? Platz. Ach, Verstappen, der Jude. Der Jude? Gute. Ach so. Der Jude. Ihr habt letztens schon mal Jude verstanden. Ich hab's mir in der Aufnahme nochmal angehört. Ich hab eindeutig... Vielleicht ist das über TS-Verzerrung für euch nicht klar. A-E-I-O. Aber meine Aufnahme gehört auch mit dazu. Komm und sei dabei. Kika, Tanzalarm. Und stopp. Wir klatschen. Ach ja. Kika Tanzanahme ist schon was Tolles. Ich kann sagen, sieht es ganz gut aus. Und das Auto beschwert sich schon ein bisschen über seine Fahrweise. Denkt halt beim Start nicht einfach geradeaus fahren oder so. Oder. Mach ich ständig auf einer Rennstrecke. Ja, müsst ihr aufpassen, die erste Kurve ist eine Rechtskurve. Ja, das ist bei der ersten Kurve bitte lenken. Was? Rechtskurve? Ja, also so vor. Ich glaube, das wäre eine Linkskurve. Ja, das ja, ich fahre auch immer links. Fällt aber nicht also ich fahre links. Bisschen. Oh, Christoph fährt raus. Nice. Ohne Spaß, ich lande nicht in den Top 10. Das ist mir auch relativ. Ich kriege auch nicht hin. Warum steht Palmer? Warum funktioniert mein RB-Knopf nicht? Weiß ich nicht. Ja, frag doch mal Jeff. Der funktioniert ja letzte Woche schon nicht. Den hast du ja, doch kaputt gemacht. Der funktioniert schon seit circa einem halben Jahr nicht. Ja, das ist scheiße, wenn der einmal funktioniert und du deine Kamera switcht, ne? LB. Hol mich gerne nochmal von letzter Woche. Wie wär's mit einem neuen Controller? Wie wär's, wenn du dir einen neuen Controller? Das wiederholst du schon seit einem halben Jahr. Hast du noch einen Xbox-Controller? Ich hab noch einen. Warum tust du es denn nicht einfach mal? Weil ich kein Geld hab. Ich brauch ich hab Geld für wichtigere Sachen, wie Glubschieß. Ich hab auch mein Headset nicht auf einem Ohr gehört. Ging ja, auch. Eben. Ging auch. Und dann brauchst du ja, Headset ist jetzt nicht Xbox so schlimm wie Taste am Controller. Das stimmt. What? Mir wäre das. Ich fände das viel schlimmer, wenn ich auf nur einem Ohr hören würde. Schlimmer. Das wäre richtig schlimm. Das finde ich wirklich beschissen, als wenn Team Headset ist auf einer Seite kaputt. Nee, Team Headset. Ich habe einfach nur eine Ohrmuschel auf. Genau, hat abgerissen. Okay, das ist awkward. Ja, also awkward. angucken. Awkward. Also, warum hast du denn hörst du Spielsound über TV oder what? Nee, auch darüber, aber ich höre halt nicht im Surround. Surround. Ist auch auf einem Ohr schlecht. Hat jetzt gerade jemand meinen Namen gesagt? Surround? Also ist das Surround oder was? Puh, das ist also. Boah, da verliere ich immer so viel Zeit an der Kurve. Unfassbar. Fatzbar? Ja, unfassbar. Ja, Christoph, du machst das gut, aber jetzt rät lenken! Oh Gott, Christoph. Rät lenken. Christoph rechts! Geben. Rechts! Sonst. Okay, ich glaube, das hilft ihm nicht. Ja, das ist vielleicht der Ziel. Wo ich weiter tippe. Links! Merlin. Was denn? Ja. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Komm, bist du jetzt geradeaus da? Ja, ganz schön durch. Hat der Perez auch mal gemacht. Das fand ihr super. Das ist Platz 1. Das stimmt. Das ist Platz 1. Ja, muss ich gerade mal kurz überlegen, ob das wirklich Platz 1 ist. Oh, nicht gut genug. Jetzt müssen wir mal warten, was Ino noch rausklappt. Das war nicht gut. Also schneller als 16.042. Das war nicht gut, das war besser als ich. Das war deutlich besser als ich. Christoph, läuft nicht so, ne? Ja? Meinst du echt, Rico? Das ist die schnellste? Wer hat die schnellste? Bissel. Ich gerade. Achso. Ich dachte gestern. Hast du doch gerade gesehen, oder nicht? Oder guckst du mir nicht mehr zu? Pack's nee, nicht. Ich kann dir nicht zugucken, es funktioniert nicht. Achso, packt's nicht, okay, schade. Wer fährt jetzt gerade in die Haarnadel rein? In die.
Okay. Welche Haarnadel? Welche Haarnadel? Hat die nicht auch irgendein Special Name? Moment. Wahrscheinlich. The Haarnadel. Special Name. Boah, die hat doch einen total. Hairnail. Die Löwenprobe nicht. Da kann ich doch mal nachschauen. Dafür bin ich gut jetzt. Wer steht denn da? Ach, Andi. Bei Andi. Warum stehst du? Weil ich die vorbeilassen wollte. Aussicht genießen. Jetzt mal ganz geschmeidig in die Box rein, nicht? In die. Ja. Ja. Machen wir mal. Ja. Ja. Ach, der fährt auch. Die fahren alle so langsam. Also, wenn gelb ist, nicht wundern, das bin ich. Was? Ja, wenn hier Streckenabschnitte. Scheiße! Jetzt bin ich schneller als du. Ich will aber nicht mehr fahren, die Strecke ist scheiße. Ich halte mich gleich aus. Ich bin wenigstens ganz hinten, das heißt, ich bin nicht mit euch ja, irgendwie gekämpft. Schwimmbad bitte schnell in die Box. Ja. Hoffentlich machen die KIs ja auch viele Unfälle. Die langsamste Kurve der Formel 1, sogar die Formel 3, ist dort schneller. Hier kollidierte 1998 Michael Schumacher und Alex Woods. Das ist die Löwskurve. Ah, wusste ich's doch. Joachim Löw's Kurve. Bist wahrscheinlich. So, jetzt musst du dann rausknüppeln. Speed, Speed, Speed. Das ist übrigens ein guter Film, für die Zuschauer. Das erste Teil, ich glaube, es gibt auch so einen schlechten zweiten. Oh, da bist du schon zweimal angeeckt. Also nur einmal Speed, nicht dreimal Speed. Auch ganz gutes Team Speed Meet. Team Speed Meet. Speed Meet. Ja, jawohl. Das war's. Jawohl, eine Minute hast du noch Zeit, um eine Runde zu fahren. Er kann jetzt, wenn der Super Boost kommt. Oh, bist du echt auf Pole? Ja. Ich hab möglicherweise einen Platten. Warte mal, bin ich auf Pole gerade? Direkt nach der Box auch. So richtig bitter. Ja, so mehr. Wie willst du denn da mit den Reifen starten? Beide eine schlechte Platzierung. Aber wenn wir beide wir überleben ein vielleicht. Punkte holen, ist das zusammengerechnet schon mal gut, weil die anderen sind alle alleine. Den Vorteil haben die anderen nicht. Achso, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Das wir müssen alles. Das ist, ja, ja, also ich versuche einfach nur safe zu fahren. Ja, einfach wir hoffen, dass da vorne Chaos ist, weil die sind alle, einer von denen am Anfang, da gibt's Karambolage. Die sind alle einer also von denen, eine da gibt's Karambolage. Obwohl ich sagen muss, dass wir eigentlich ganz schön krass faire Starts eigentlich bisher immer hatten, wo eigentlich immer alles gut abgelaufen ist, oder? Ja. Außer in Bahrain mal leicht, so ein bisschen. Ja, gut, einmal in Bahrain hab ich, glaube ich, Ibo abgeschossen. Ibo hat mich auch schon mal abgeschossen. Also, wird schon mal ab, aber das war halt nie böswillig. In Bahrain hat auch Christoph ein bisschen, aber Bahrain ist auch Bahrain. Was? Bahrain hattest du dein Ding mit deinen Reifen? Ja, wenigstens ja, versucht nee, diesmal am Start jeder fair zu fahren und nicht so wie letzten Jahre an einer mit der Bahn, ey. Kurz nach dem Start Rico berührt und hast dich dadurch gedreht und dadurch Basti abgeräumt. Kann natürlich sein, aber das war nicht. Das kann natürlich sein. Das wird nicht. Nee, das habe ich auch nicht gesagt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass keiner von uns mit Absicht einen anderen wegrammen will. Das bremst sich halt mega aus. Ja, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, du hast dich selbst gerammt, das war sehr, sehr lustig. Ja, das wäre natürlich sehr, das sehr war mit Absicht. Schön, wenn ich Pole fahre. Das war mit Absicht. Das war aber auch ziemlich Absicht vom Bannerwünsch. Und das zum 10. Da muss ich aber auch halten, mal. Hier. Das mit dem Science ist gerade echt ein bisschen Bullshit. Wenn der Start reibungslos abläuft, dann ja. Dann versuche ich sie natürlich zu halten. Ja, Science, du bist so eine hässliche Faggot, Alter. Ich kann mit maximal 85 fahren. Jawohl. Also, wie wird das jetzt mit seinen Reifen ablaufen? Wenn er einen Platten hat? Was jetzt? Oh, Christoph hat jetzt einen Platten. Reifen. Startet auf Platz 3. Mit welchen Reifen startet also der denn jetzt? Also der echten Formel 1 würde nicht mit dem Plattenreifen starten, weil aus Sicherheitsgründen Pack Fermé, dass man da Abweichung machen darf. Aber keine Ahnung, wie das jetzt im Spiel ist. Also er wird ja, wahrscheinlich klar, auch nicht Plattenreifen, garantiert. Er wird auch nicht mit dem Plattenreifen starten, aber ob er die Stats der Reifen übernimmt oder so, das weiß ich nicht. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt mit komplett neuen... Wahrscheinlich die Stats aus der schnellsten Runde oder so. Oder der Zeitpunkt, bevor der Reifen kaputt gegangen ist. Das können sein. Ja, liebe Abmodel. Leute. So, aber übrigens, Christoph. Das Quali. Schnauze, ja. Ich mal die Abmoderation. Achso, nee. Das war's Quali. Ist auf jeden Fall wir spannend. Wir sehen uns morgen zum Rennen.
wo ich ein bisschen rausschieße. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ciao.